Guten Tag, da sind wir wieder mit Super Mario 64 Star Revenge 2. Zum letzten Mal in diesem Jahr 2015. Zum letzten Mal, aber jetzt hier nicht zum letzten Mal hier ein Level. Weil da fehlt uns noch einiges. Event, geh weg. Der Bob-Omb ist weg. Er ist weg, er hatte so schöne blaue Augen. Ja. Ah, sieh mal da. Es sind jetzt Gegner da. Gegner. Ist jetzt nicht mehr ganz so leer. Mal sehen, wie voll es jetzt hier ist. Nee, 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 nee. So, diesmal dürfte ich ja ein bisschen schneller durchs Level kommen. Weil jetzt kenne ich es ja schon. Ich hab Übung. Oh, schade. Ich krieg das nicht nochmal so auf Anhieb. Ah, Menno. So auf Anhieb hinkriegen wäre geil nochmal. Aber nö. Lässt mich das Spiel nicht. Das lässt mich dieses Spiel nicht. Auf dieses Spiel lässt sich das Spiel nicht ein. Wortwitze. Das wäre perfekt gelandet. Es müsste nur denn der Weitsprung einsetzen. Da ist er eingesetzt. Super. So, da können wir jetzt hier nochmal alles erkunden. Mal sehen, wo jetzt was ist hier. Hier ist wieder gar nichts, wa? Haben wir auch schon auf der anderen Seite gesehen. Dann können wir wieder hier lang springen. Bap. Oh. Bitte etwas schneller diesmal. Auch das lässt er mich nicht. Da wollte ich eh noch was testen. Ich will da was testen mit dem Superwandsprung gegen die eine Wand direkt auf der Säule landen. Das dürfte eigentlich von Theorie her gar nicht mal so doof sein. Aber ich bremse dann irgendwie komisch ab einerseits und ich krieg den blöden Wandsprung einfach nicht hin. Ich krieg die. Warum macht er den? Das meinte ich. Das meinte ich. Müsste man nur den Winkel hinbekommen. Dann könnte man das zukünftig immer so machen. Man muss nur erstmal den Winkel kennen. Oder man lässt es einfach, weil es Zeit kostet. Ich hab letzte Folge schon eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt da hochzukommen. Überall. Okay, ich habe auch ein bisschen erkundet. Ein bisschen. Für die Katze war das zwar, aber. Nichts hier, was mich irgendwie. Nö. Doch, ein Geist. Ich habe einen Geist gehört. Aber wo bist du? Ah, da bist du. Dummer Geist. Oh, wie schade, weil ich werde dir unser Geheimnis nicht ausplaudern. Ja, schön. Die Geister haben ein Geheimnis. Gut zu wissen. Wird ja wohl nicht der letzte gewesen sein. Ich wollte schnell den Wandsprung machen. Bap, bap, bap. Ich bin schräg gekommen. Moment, kann ich nicht hier einfach eh... Dann komme ich ja auch schräg. Ist ja auch Blödsinn. Aber ich kann da auch. Wahoo! Ich kann auch da abkürzen. Ich kann überall abkürzen. Oder lässt es sein? Machst es altmodisch. Ganz, ganz altmodisch. Da hoch. Ja, ich die Kiste. Feuerball ist da jetzt. Bei der Wand. Und was ist da? Ist da was? Ich geh mal da hin. Geh ich da hin? Oder spring ich erstmal hier durch? Springen wir mal da hin, wieder auf die Säulen. Ah, hier Kiste. Bap. Ein Geist ist da drin. Und er sagt das Gleiche. Okay. Denn jetzt wieder auf die Säulen.
Mal gucken, was da ist. Und wir bemerken, da ist gar nichts. Warum? Sind das die blauen Münzen oder sind das jetzt die Buß? Die scheiß Geister? Ah, das sind Scheiter. Das sind viele Fly Guys. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Ich glaube, der Scheiter ist dafür da, dass man da hinkommt. Moment, was ist denn das? Ach so, ja, da geht's ja. Ich kann abkürzen. Ich kann abkürzen. Kann ich das? Funktioniert das? Ah, ich sehe, ich weiß, wie ich da oben hinkomme. Oh, ich kann sogar so weit abkürzen, dass ich sogar direkt auf die Säule mit ein bisschen Geschick hinkomme. Aber ich will jetzt eigentlich noch nicht auf... Ich will an den Schalter ran. Wenn ich den so sehe, der ist ja sehr verlockend. Hallo, Feuerkugel. Ach, Menno. Etwas zu weit. Geh nicht zu weit. Ducken. Dreh dich, bevor die Kugel... Okay, die erwischt mich nicht. Die ist zu weit oben. Ich bin hier in Sicherheit, glaube ich. Ja, ich bin in Sicherheit. So. Jetzt so eine Scheiße, liebe ich ja. Ja, ja, ja. Ich bin halt... Extrem Wandsprünger bin ich. Wandspringer, extrem. Bap, bap, da. Kannst du jetzt mal da hoch, da hoch. Geh da hoch. Ich will da hoch. Kann ruhig ein bisschen schneller gehen. Nach meinem Geschmack. Ach Gott. Ich war ein bisschen knapp. Leider nicht funktioniert. Ja, ich muss den Winkel richtig treffen. Lass mir mal in Ruhe. Nee, das ist nicht genug. Und da, das ist guter Winkel. Das ist ein guter Winkel. Ich erkenne einen guten Winkel, wenn ich ihn sehe. Meh. Meh, meh, meh. Ja, das kann man auch noch. Das kann man auch noch. Ah, das, der Winkel war nicht ganz so gut. Ja, ist gut. Bisschen nach vorne preschen und dann bist du leider durchs Loch gefallen. Gesprungen. Ich habe das Loch nicht gesehen. Wie ist nochmal der erste Stern? Ich hab's vergessen, verdammt. Den Stern, den wir jetzt holen sollen. Wie der erste Stern hieß, habe ich auch vergessen. Fuck. Hat er sich leider nicht festgehalten. Wahrscheinlich war er nicht weit genug oben. Bla bla bla. Död. Bin ein bisschen angestrengt. Bap. Ah, dieses Blau macht mich fertig gerade. Bin ich oben? Ich bin oben! Speichern, gucken, was in der Kiste ist. Bist du wieder ein Geist? Hast du das Geheimnis? Nein, ist nur Münzen. Okay, dann gucken wir mal. Ist es diesmal da? Moment, wofür brauche ich die Kisten? Hm, da ist noch eine Kiste. Führen diese Kisten auch woanders hin? Ist das ein Multiwegeschalter? Nö. Also sag mir, warum gibt's die Kisten, wenn ich nicht auch einfach so das machen kann? Weil es nicht ganz so einfach ist. Aber wir haben es gesehen, es dürfte eigentlich funktionieren. Man könnte da... Warum gibt's da diese Kisten? Das ist... Ich brauche den Schalter eigentlich nicht mehr benutzen. Wenn ich das gut mache, brauche ich den Schalter nicht benutzen.
Aber ich benutze den Schalter. Weil ich nicht weiß, wie weit. Ich muss höher aufs Dach, dann kann ich mich von der Schräge abspringen und dann bin ich eh oben. Warum bremst du denn so früh ab, du Depp? Bremst nicht so früh ab. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht. Okay. Mach's mir nicht so kompliziert. Finde ich nicht so schön. Mann, mach doch einfach. Das ist jetzt wirklich kein... Das ist jetzt keine Hexerei, dass das machbar ist eigentlich. Schneller kann man nicht sein. Okay, da ist aber denn nichts. Wie sieht's aus hier denn? Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Weißt du so? Weißt du so? Ne. Weißt du so, machst du so, machst du gar nichts. Verdammt. Ich krieg den nicht gut. Ich krieg den nicht richtig gedreht. Dreh die doch mal. Und wieder mal hat eine unsichtbare Wand zugeschlagen. Und die unsichtbare Wand schlägt wieder zu. Ein zweites Mal. Kommt noch ein drittes Mal. Das wäre doch witzig. Ich bin oben. Yay. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Wie ist nochmal die blöde Omnosphäre? Omnisphäre? Keine Ahnung, Sphäre, Super Mario 74, die letzten Level da. Die blöden Sphären-Level. Mit den ganzen. Das war der falsche Knopf. Ich wollte speichern. Ich habe mir gerade hier den Winkel gewinkelt. Ja. Irgendwas habe ich gerade gesagt. Ich habe mich gerade selbst wieder aus dem Konzept gebracht. Muss ich dazwischen? Muss ich darüber? Das ist viel zu weit weg. Ah ja, das ist sogar weiter weg, weil dann... Wie weit ist das weg? Ist das weit weg? Da könnte man sogar noch... Moment. Das könnte doch witzig sein. Wäre das vielleicht sogar abkürzen? Ja, das... Das wäre schön, wenn das abkürzen wäre. Nee, der Winkel. Du musst auch auf den Winkel achten. Oder ist das der offizielle Weg? Das wäre auch cool, wenn das der offizielle Weg wäre. Nein, wäre es nicht. Das wäre übel. Oder ist es die offizielle Abkürzung? Nee, ich glaube nicht. Guck mal, wie groß der Abstand ist zwischen denen. Der ist auch viel zu groß. Auf Distanz nach oben, der verstellt sich die Kamera und dann kannst du vergessen. Aber wir haben die gleiche Situation nochmal hier. Ja, dann glitscht doch vorbei an der Scheiße. Bah! Da, dann passiert mich der Scheiß. Dann bist du oben. Okay, war klar, dass das ist. Habe ich mir auch so gedacht. Ja, denn... Das wird auch auf der anderen Seite sein. Mal gucken. Muss ich noch eins weiter da hinten? Denn das ist auf jeden Fall schlimmer als das blöde Schloss aus Super Mario 74. Halt die Sphäre. Da war eine verdächtige Säule. So eine Säule steht doch nie umsonst herum. Das steht doch nicht umsonst herum. Ja, das erstmal hinkriegen, das ist ja super. Ah,
das ist so... Das ist so... High-Risiko-Scheiße. Verdammt. Der jetzt in der Luft zu speichern, wird's vielleicht richtig, aber halt Risiko. 2-1, Risiko. Ach, du Scheiße. Ja, das ist der richtige Weg, da war eine Block. Das ist der richtige Weg. Ich statt... Zu weit. Ja, wäre zu weit. Ich hätte die dritte Reihe nicht erreicht. Fuck! Oh Mist, das wäre sofort... Ah nee, da wäre der Winkel aber glaube ich nicht zu steil gewesen. Der wäre der Winkel zu steil, weil ich muss ja dann auch zwischen... Ach du Kacke, da muss ich ganz viele kleine Mini-Wandsprünge da machen und muss ganz schnell machen. Hier habe ich ja diesen langsamen Rhythmus zwischen den Wandsprüngen, der muss ich ab und zu den hier anpassen, weil ich ja den großen Weg dann rüberspringen muss. Meine Fresse, ist das ein Scheiß hier? Der Winkel war kacke. Der Winkel war einfach kacke. Nee, es... Ich muss früher rüberziehen. Ich muss hier schon denn eine größere Distanz machen. Also hier, dass ich hier direkt vorbei... Dann funktioniert das nämlich auch da. Die hier Mathematik ist statt. Geometrie. Winkelberechnung. Keine Ahnung. Nein! Kann ich mich an diesen... Die Textur hat ja so eine leichte Gitter. Die ist so leicht gittermäßig. Kann ich mich ein bisschen orientieren, an den Strich abspringen? Dauert eine Weile. Ist schwerer Scheiß. Bin kein perfekter Spieler, leider. Leider! Nein! Ja, der Winkel war kacke. Es liegt am Winkel. Es liegt am Winkel. Ich muss den richtigen Winkel hinbekommen. Fuck! Das war perfekter Winkel, war das. Das war der perfekte Winkel. Super Wandsprung, dann komme ich weit nach oben. Komm schon! Fuck! Es ist nur wieder so eine Winkelscheiße, Winkelscheiße. Also der Winkel dürfte so gut sein. Er ist nicht zu steil. Er darf nicht zu steil sein. Oh, Mist. Ich hätte mehr rüberziehen dürfen jetzt sogar. Ah, Mist. Ich muss diesen blöden Wandsprung hinbekommen. Okay, bei einem schnellen... Wäre es gewesen. Nein!
Das ist immer so, das ist so schmerzhaft. Das ist allgemein schmerzhaft, weil das wieder so ein Krampfscheiß ist. Nee, war zu tief. Ah, du musst da weiter nach oben kommen. Okay, dann muss ich mich hier ein bisschen zurückhalten und dann kann ich nach oben. Mist. Also erst Luft nach oben gut machen. Ach, au. Fuck, also luftmäßig war es sogar sehr gut. So, jetzt kannst du rüber. Bist du. Muss ich natürlich dran orientieren, wann du jetzt springen darfst. Weil die Kamera jetzt anders ist. Wenn du da bist, dann kannst du schon springen. Ah, oh, blöder Wandfehler. Dieses Brumm-Geräusch sagt ja, dass du keine Wandsprünge machen kannst. Na, Menno. Das war nicht weit genug. Also in der Theorie wissen wir, wie es geht schon mal. Das ist schon mal viel wert. Und praktisch fast geschafft. Da hat mir nur zwei Wandsprünge haben mir gefehlt, leider. Na, 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 na. Au, 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 au. Ich glaube, einen weiteren Stern werde ich dann aber auch nicht mehr schaffen. Weil das dauert hier wieder so lange, verdammt. Aber ist halt schwerer Scheiß. Er hat ja auch geschrieben, das Level ist schwerer, die nachfolgenden Level werden wieder leichter, also 6 und 7. Du blöder Penner! Muss mich jetzt zurückhalten, nicht zu schreien. Bisschen, was ich schreie. Immer bei so einen Sachen schreie ich. Normalerweise bin ich ruhig. Bin die Ruhe in Person. Verkackt. Verdammt. Scheiße. Schon weit oben. Na. Ja, bist du nicht drauf gefasst, die Kamera den nach unten schwenkt und so und du musst dich dran anpassen. Ah, fuck. Er hat den Wandsprung sogar noch gemacht, blöder Penner. Mario, du blöder, rotkäppiger Typ, du. Ich stehe drauf. Es gibt keine Gefahr. Ich kann speichern. So, das sieht's aus. Ich darf da aber weiter an die Wand springen. Na gut. Dann springen wir da halt weiter an die Wand. Das ist, ja, da kommst du leider dann schräg. Das ist nicht so geil. Das ist eine schmale Fläche. Du musst schräg ranspringen. Dann musst du blind den Scheiß machen. Ja. Nur Probleme mit dem Kack hier. Ach, das war zu weit. Oh. Jo. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Das sieht aus, als ob ich dahin kann. Dann kann ich dahin. Ach ja, da gab es ja Fly Guys. Ganz vergessen. Waren noch ganz, ganz, ganz viele. Hey.
Ja, sind wir wieder hier. Hier war früher die rote Münze, jetzt ist er nur ein Leben. Vielleicht ist er später die rote Münze. Irgendein Scheiß auf dem Dach ist nicht. Denn siehst du hier Wandsprunggedöns. Okay, ja, das glaub hier richtig. Bop, 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 bop. Ach, verdammt, ich muss das genau abpassen, wo ich denn wo dran springe, damit ich möglichst... Ansonsten lande ich da unten und das ist schmerzhaft. Aua! Hä? Läuft doch. Ich habe gerade kurz gedacht, hier oben wäre eine Feuerkugel. Das sind ja die blöden Flygeist, die auf mich ballern. So, denn so, 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 so. Ah, ist sogar der Flygeist, der da oben ist. Sack. So, was haben wir jetzt hier? Okay, rüberspringen. Dürfte nicht allzu schwer sein. Ja, ja, ja. Wandsprung danach, alles klar. Na, 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 pa. Kannst du den Wichsen gleich rüberfliegen? Komm. Leck mich doch. Bandsprunggedöns, keine Herausforderung. Ich bin oben. Rutschen scheiße. Ja, ist aber, sieht kurz aus. Ja, musst du abspringen, du Sack. Springst du ab? Hm. Wenn du abspringst, bist du hinab dabei, oder? Ach, spring doch ab. Das ist jetzt... Er springt nicht. Das ist das Einzige, was er machen muss. Dann mache ich das... Selbst das macht er nicht. Selbst das macht er nicht. So, bin oben. Und nun? Muss ich da oben rauf? Doch, wie macht man das? Hm. Genauso macht man das. Wandsprung kannst du ja leider nicht machen, weil das ein Ring ist und der Ring hat hier keine vernünftige Wände. War von der Seite besser, weil ich da jetzt die Kamera hab. Ah. Ja, da kannst du keinen Wandsprung machen. Hm, aua. Könnte hier oben nicht ein Fly Guy sein. Würde viel einfacher machen. Fly Guy raufspringen, Stern holen. Fertig. Ja, sollen sie da unten bleiben. Ich hab einen Stern. Here we go! Super! Yeah! Leute, ab! My boy! Ja, so. Das war's für diese Folge. Das war's für dieses Jahr. Für dieses Jahr 2015 mit Super Mario 64 und so. Und mit mir. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Weil morgen ist Silvester. Und vorher kommt keine Folge mehr. Genau. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Rutsch gut rein. Bis dahin. Glück auf. Euer Hyde. Und tschüss.